Ehe, das ist ein knallharter Vertrag mit übel schlechten Kündigungsbedingungen, welcher kaum Vorteile hat, aber jede Menge Nachteile. Ja, gut. Deshalb lassen wir das mit der Ehe halt auch. So, ich trinke mal was. So. Eieiei. Okay, wir brauchen immer noch mehr Menschen. Nicht mehr allzu viel. Aber wir müssen noch mal hier anbauen. Oder hier. Lass mal gucken. Ich würde gerne hier noch mal ein bisschen. Oh, passt genau da rein. Cool. Okay. Hier vorne ist auch noch ein bisschen Platz. Da braucht man nichts abreißen, darum geht es nicht. Okay. Hier oben bräuchte man eigentlich auch noch ein bisschen was. Was ist das hier? Probengarten. Weißt du, der ist schon. Ist schon so groß, dass man den eigentlich nicht an den Rand stellen sollten. Wie viel macht der hier? 40. Oh, komm, stellen wir den hier hin. Hundepark. So. Und jetzt steht der Hundepark hier im Weg. War ja klar. Weil der nämlich nicht schön vier breit ist, der ist 5 mal 5. Böse. Nee, eins weiter. Nee, da warten wir. Da könnten wir hier die Bürogebiete hinmachen. Hier hinten. Anstatt da noch mehr Gewerbegebiete zu machen, weil die Gewerbegebiete sind halt auch, da müssen halt viele Autos halt auch hin. Da könnten wir halt die Straßen umbauen, denn auf vierspurig, wo es halt viel los ist. So wie hier hat man ja auch vierspurig ausgebaut. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, als die Kirche den Leben beendete, wenn du nicht alle Bedingungen der Ehe eingehalten hast, zumindest in Deutschland. Ach, dein Leben beendet, okay. Gut, das haben die in England damals etabliert, damit halt der König wieder neu heiraten konnte. bis die dann die Scheidung eingeführt haben. Ich meine, das war so. Da kann mich bestimmt jemand korrigieren, wenn das nicht so ist. Okay, da oben haben wir noch ein paar Häuschen gemacht. Na toll. Aber da könnte man vielleicht noch mal gucken wegen solchen Sachen hier. Wir haben auch ein riesiges Krankenhaus jetzt. Das lohnt sich ja. Ja, das könnte man tatsächlich auch hier hinstellen.
das hier weg, dafür das dahin. Die Arztpraxis kostet 400. Aber 2400 in der Woche? Machen ein Jahr an. Das reicht noch. Mal ganz kurz gucken. Guck mal, die Patienten sind alle schick. Die sind alle tippitoppi. Da will gar keiner hin. Gut, vielleicht der Arzt schlecht, aber das ist ja jetzt kein Grund. Okay, dann. Ziehen das mal durch. Oha. Okay. Nehmen wir den hier. Okay. Nein, da wollte ich gerade eine Straße entlang. Einen Weg. Wird sich da ein Häuschen nennen. Egal. Weg mit dir. Einfach da hinstellen, nur weil du das willst. Okay. Die Leute mal ein bisschen abkürzen hier. Gut. Was braucht man noch? Lass mal gucken. Feuerwehr ist hier. Uiuiui, okay, ja, wir könnten aber schon die große bauen. Wenn wir die austauschen. Machen wir das mal so. Oh, dann geht mehr. Also nicht mehr genug. So, das ist die Arztpraxis und hier ist noch eine kleine Polizeiwache, ne? Ja. Erstmal könnten wir halt auch die große Polizei hier hinzustellen, wenn wir dann genügend Geld hätten. Ne? Könnten wir hier mit hinstellen und dann die andere halt dann auch dafür abreißen. Muss da einfach 1:1 immer machen. Aber die kleinen Polizeiwachen reichen aus, weil ich hatte auch gerade gesehen, wegen der Kapazität. Die war in Ordnung. Auf Streifenwagen 10 von 10 unterwegs, okay. Also alle haben doch gut zu tun. Mal gucken, wo war die denn hier? Da. Ja. 8 nur noch. Geht ja noch. So, wir brauchen noch mal Gewerbe, dann machen wir das hier hinten rein.
Und vielleicht hier nur. Ah. Ja, ich hab. Naja. Wunschdenken wieder. Ah, Junge, 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 Junge. Dass ich das Richtige geklickt habe. So, wieder zurück. Ja, der arme Heinrich, der 4567 hat es auch nicht einfach. Er ging immer wieder Eheverträge ein, aber jedes Mal war es schwer, diesen Vertrag wieder zu ändern. Einmal musste er seine eigene Kirche gründen. Ein anderes Mal, um die Ehe zu beenden, seine Ehefrau köpfen. Und trotzdem hat er immer wieder einen neuen Ehevertrag geschlossen. Ja, das genau der ist das. Genau, der hatte seine eigene Kirche gegründet, weil der Papst irgendwie gesagt hat, nee, nö, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, nö, nö, dann mach mal hier, ne? Wobei sie anglikanische Kirche, ich weiß nicht. Naja, muss man halt auch machen können, ne? 7500 Einwohner endlich. Heißt, wir haben das Campusgelände freigeschaltet. Wir kriegen nochmal ein neues Gebiet dazu. Brauchen wir gerade nicht. Steuerrichtlinien können wir einfügen jetzt. Wir können halt die Leute jetzt auch anders besteuern. Ich glaube, die sind gerade bei 6%. Da können wir das Doppelte raus. Überlandbusse. Okay. Ah, genau. Da kriegen wir ein Gebäude für. IT-Cluster, Wand an Wand, Bürogebäude und Wand an Wand Gewerbe kriegen wir auch für Wohngebäude, Wand an Wand. Neue Zonen, das sind die großen, sehr schön. Da haben wir neue Wege. Genau, für den Campus, Hochschulweg. Dann haben wir Campus doch schon gebaut, ne? Ja, doch. Da haben wir endlich die Müllverbrennung. Wir können die großen Mautstellen aufbauen. Die wären gut, um halt, wie gesagt, halt ein bisschen Geld noch reinzuspülen in die Kassen, wenn es eng wird. Da ist unser Aufwind-Solarturm. Finde ich auch gut. Heißluftballon-Touren. Post. Sortieranlage. Und was nicht alles gibt. Schwimmzentrum noch für Gesundheit, ne? Ach, das ist das vom Campus DLC. Genau. Okay, weiter runter. Großes Polizeihauptquartier. Ah, genau. Das gibt's auch noch. Sehr schön. U-Bahn. Sehr gut. Das Knotenpunkt, ne? Umgehungs-U-Bahnhof. Genau. Okay. Schauen wir mal. So, das heißt, wir könnten jetzt hier tatsächlich hingehen und austauschen und sagen, nö, wir machen jetzt hier anstatt kleine, machen wir jetzt hier große Häuser hin. Machen wir mal. Weg. Und wieder hin. So. Dann können wir auch so machen. Ne? Weg. Und wieder hin. Der hat sich gerade neu aufgebaut. Mal die vier. Und so wie die hier dann gleich stehen, werden wir hier hinten die Leute ausziehen lassen. Machen wir das mal so. Wir müssen aber aufpassen, nicht dass der Strom uns abgeschnitten wird. Ne, den brauchen wir noch. So, die fahren jetzt alle hier rüber und wollen hier wohnen. Das ist sehr gut. Für die Krematorien braucht man 17.000 Einwohner. Okay. Wie sieht es denn überhaupt mit dem aus hier? Friedhof? 195. Der ist aber auch relativ weit weg. Den könnten wir eigentlich auch hier hinstellen. Wir haben ja hier unten Platz gerade. Noch. Könnten wir hier mit reinstellen. Stellen wir da noch einen Friedhof mit dabei. Na, hier ist halt auch keiner auslassen. Die müssen einfach zu weit fahren, wenn hier jemand stirbt. Dann können wir das auch so machen. Oh, okay. Ah ja. Steuern.
man das hier? Steuern. 9. Okay, die waren 9. Aber ist keine Verdopplung, ist es halt. Ne? Auf 12. 12%, dann meckern die nicht. Alles, was da drüber ist, löst automatisch Streik aus und die Welt geht unter. Solche Sachen halt. Wir halten uns so bei 520, 540, 550. Kommt, geht jetzt gerade ein bisschen höher, aber ja, obwohl wir halt auch noch eine neue Linie dazu gemacht haben, ne? Geht eigentlich, würde ich sagen. Ups. Wow. Okay, wo wollen die denn alle hin? hier brauchen wir vielleicht doch so... machen wir mal 6, damit die hier abgearbeitet werden. Da kommen wir mal 7. Uiuiui. Was wird zu tun hier, ne? Jetzt alle da hinten raus. Wie sieht es stromtechnisch aus, da wir jetzt hier größer gemacht haben? Ah, genau. Auf der Aufwindsolarturm 240 Megawatt. Der kostet uns 2240 in der Woche. Er hier kostet uns 1040, macht 80. Wären 1600, wenn wir zwei davon bauen, wären 2080. Ja, hier können wir auf jeden Fall mehr. Also könnte man mit dem Aufwind-Solarturm, würden wir hier doch einiges machen können. Kannst du die Steuern für Kinderlose und unter Unverheiratete nicht senken und für Verheiratete und Erziehungsberechtigte erhöhen? Nee, so detailreich ist es dann doch nicht. Man hat halt Möglichkeiten hier so. Dienstleistungen zu machen oder auch hier dann Besteuerung, Steuerung erhöhen für geringe besiedelte Wohngebiete. Also wir könnten halt hier, wenn die halt in diesen gering besiedelten sind, also die hellgrünen, da könnten wir das hochsetzen, damit die halt dann umziehen in die dunklen, denke ich mal. Und wenn du nur dunkle hast, dann ist es egal. Ein Haus ist trotzdem hoch. Wo sollen sie hin? Und du kannst halt auch Steuerentlastung machen, ne? Also such es nicht. Was ist das hier? Auf Freizeit spezialisierte Gebiete erzeugen keine Steuereinnahmen mehr, genießt aber einen gewaltigen Schub bei ihren Unterhaltungs- und Attraktivitätswerten. Ah, okay. Es macht den Bodenrichtwert dann hoch. Genau. Dann haben wir noch Stadtplanung. Verbot für starken Verkehr. Das ist gut. Weiß ich nicht, ob wir das so hinkriegen. Ich glaube, dann steigen die mehr auf die Busse um. Aber dann bräuchte man mehr Busse. Ich glaube, es gibt ein DLC dazu. Für die Busse. Oder kommen die erst noch? Das weiß ich nicht. Begründung. Singles müssen für alles selbst aufkommen. Paare teilen sich diese Kosten. Also sollten Singles im Zuge der Gerechtigkeit weniger Steuern zahlen. Interessante Theorie. Finde ich aber gut. Könnte daran liegen, dass ich Single bin. Kann man nicht einfach sagen, man ist verheiratet und lebt trotzdem als Single weiter? Weiß ich nicht. Für einen Freund. Ach ja, genau, ich wollte noch die Polizei bauen, ne? Genau. Ah genau, wir haben halt das große Polizeihauptquartier. Das gehört wieder zu dem, ja. Warte. Genau.
Ah, da ist es. Okay. Plazas and Promenades. Genau, das gehört zu diesem Plazas and Promenades. Das Polizeigebäude. Und auch die große Feuerwehr gehört zu diesem. Nein, laut Ehegesetz musst du auch in häuslicher Gemeinschaft leben. Ei. Aber was machen die Leute, die halt für ein Jahr halt dann mal weg sind oder so? Ne? In Dubai arbeiten gehen oder so? Oder Manager irgendwo im... gehen wir nicht so weit weg, nach Holland oder so. Ne? Und sie wohnt halt, sagen wir jetzt hier an der polnischen Grenze. Auf der deutschen Seite halt. Und er arbeitet halt in Holland ein Jahr lang. Und er könnte halt am Wochenende nach Hause. Okay, dann muss er weiter weg. Portugal, so. Es muss halt erschwert werden, weil es dann sagt, ah, dann kostet das wieder so viel und dann machen wir mehr Chat über Dings, keine Ahnung. Muss reichen. Muss ich ja nicht übertreiben. Ne? Mal schnell gucken. Wasser und Strom. Gehen wir nochmal hier rein. Budget. Wasser können wir nochmal hochsetzen. Ich würde, wenn wir schon so viel Geld haben, mal kurz umbauen, sozusagen. Wir haben jetzt wie viel Strom? Wir haben 180 Megawatt. Wenn wir das hier stellen, auf einen Schlag, nur das hier, 240 Megawatt. Heißt, wir setzen das hier und reißen die hier und die hier hinten auch. Mal einfach Enter drücken, ja. So. Aha. Cool, hä? Gibt's das eigentlich in echt auch? Ein Aufwind-Solarturm? Ein Kraftwerk, das durch Sonnenhitze Elektrizität erzeugt. Dank energiespeichernder Batterien agiert es unabhängig vom Tag- und Nachtzyklus. Ach nee, das war noch wie in der Ehe. Das hatte gerade aufgeflackert, deshalb dachte ich, da hat irgendjemand was geschaut. Ob es das hier in echt auch gibt. Okay, wir haben aber auch keine Nachfrage nach Wohngebieten gerade. Deshalb können wir eigentlich hier weiter reduzieren. Dann können die ja einfach nach drüben ziehen. Ne? Oh, jetzt haben wir Strom abgeschnitten. Ganz kurz gucken. Nö, noch nicht. Aber gleich. Machen wir mal kurz hier. Über eine Pipeline. Jo. Dann können wir die hier wegnehmen. Was hier steht. Auch Wohnhäuser. Jo, okay. Ach so. Und auch weg. Ja gut, die... doof. Nee. Snap da an.
Okay, da haben wir keine Stromverbindung mehr. Okay. Jetzt ist sie wieder da. Hä? Komisch. Obwohl hier eine Verbindung ist. Okay. Egal. Was ist das hier? Nee, ist irgendwie dieses Snapping-Tool oder so. Straßen. Nee. Ist egal, dann machen wir es. Jetzt, Straßenfolge. Mhm. Hier könnte man eigentlich auch noch ein bisschen runter. Ah, guck ja, genau, die Bürogebiete haben wir jetzt auch noch. Dann machen wir das erstmal so, wenn wir wirklich noch was brauchen. Warte mal. Machen wir mal ab hier vorne so. Können wir da noch einen Parkplatz hin? Ne, der braucht auch vier, ne? Machen wir das mal so. Das geht auch die Industrie mit runter. Für die Bürogebiete. In Bürogebieten finden gebildete Bürger Arbeit. Ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit ihnen genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Wir können nämlich eine Universität bauen. Okay, dann gucken wir mal, wo wir die hinstellen können. Gut wäre die halt auch recht zentral, wo sie halt, wo ich dann halt auch noch die Bahn hin führen kann, also U-Bahn. Nein, die passt gerade so hier nicht hin. Okay, haben wir die hier hin. Oder weiter unten. Haben wir die hier hin. So. Gucken wir mal ganz kurz. U-Bahn können wir nämlich. Das ist Straßenbahn. Das ist U-Bahn. Können wir nämlich auch schon machen. Und mal hier hin machen. Dann hier hinten irgendwo einer hin machen. Ist vielleicht ein bisschen kurz, ne? Was steht denn da? Ach, ich habe kein Geld mehr. Beim Bundesamt der Justiz ist für ihn das Buch Das Eherecht online bestellbar, falls jemand diesen Wälzer haben möchte.